wenn es den Menschen wirklich um den Support, um die Emanzipation dieser Frauen gehen würde, würde man Strukturen verändern, würde man mit diesen Frauen anders umgehen. Also, ich bin Rehan Shahin, aka Dr. Vitray. Meine Eltern sind Kanaken, genauso wie ich. Ja, ich lebe jetzt seit 3 Jahren in Hamburg und habe mir erstmal hier, als ich ankam, musste ich erstmal auf die Uni klarkommen. Als Forscherin hat man auch einen sehr, sehr vollen Tag, muss man dazu sagen. Also, mein Vater ist Anfang der 70er nach Deutschland gekommen, um zu arbeiten. Der gehört sozusagen zu der klassischen Gastarbeitergeneration. Und meine Mutter ist 2 Jahre später dazugekommen. Also eigentlich war eins meinen Eltern wichtig, dass sie ihre Kinder hier gesund und mit guter Bildung aufwachsen lassen können. Ich würde sagen, ich hatte eine streng türkisch-alevitische Erziehung. So. Und ja, das hat mich geprägt. Also ich bin so zu Hause so aufgewachsen, ich hatte schon meine Grenzen. Ne? Ich konnte, was weiß ich, nicht lange draußen bleiben, nachts durfte ich nicht rausgehen, Disco war tabu. Aber ich war auch, muss ich dazu sagen, ich war ziemlich clever. Ich wusste genau, was ich wie machen kann und was nicht. So, ne? Vielleicht waren meine Eltern oder sind Aleviten oder Aleviten ein bisschen liberaler als vielleicht konservative sunnitische Muslime. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich bin liberal aufgewachsen. So war es nicht. Und das ist halt auch immer noch der Konflikt zwischen diesen Generationen. Die Generation meiner Eltern war schon ja, sehr ländlich geprägt. Das war jetzt nicht so fortgeschritten in vielen Bereichen. Also da habe ich halt auch ein Stück weit meinen Eltern was beigebracht. Ich bin 100% türkisch und 100% deutsch. Weil ich kenne beide, ich bin beide Kulturen einfach zu hohem Maße. Also es gibt ja auch nicht die Kanaken-Community. Aber wenn man jetzt von EinwandererInnen spricht, die aus der ersten Generation kommen, die nicht eine bestimmte Bildung genossen haben, dann sind halt auch traditionell patriarchalische Strukturen präsent. Ja, und dann wird natürlich auch mal geguckt, wenn eine Frau bestimmte Sachen, Verhaltensweisen hat, die einfach anders sind, die frei sind etc. pp. Und das habe ich nicht akzeptiert. Über Sexualität reden ist kein Tabu unter Frauen. So, das ist bei den in der weißdeutschen Mehrheitsgesellschaft anders. Ne? Das ist eher so, oh, die hat Fotze gesagt. Aber die türkischen Frauen sind die heftigsten Frauen, die ich kenne. Wenn türkische Frauen untereinander sprechen, ne, daraus könnte man ganz locker einen früheren Lady Betrays Pornosong machen. Für mich ist eine deutsch-türkische Frau, die sich patriarchalischen Strukturen nicht unterordnen will, das ist für mich eine Bitch im positiven Sinne. Also ich bin sowas. Also wenn man sich patriarchalischen Strukturen nicht anpassen will, dann passt man sich weder den türkischen an noch den deutschen, weil die weißdeutsche Mehrheitsgesellschaft ist auch ein Patriarchat. Das ist auch eine fette Bandstruktur, der ich mich nicht in keinster Weise, in keinem Level, weder in der Wissenschaft noch im Hip-Hop unterordnen möchte. Ich sehe mich als, eigentlich sehe ich mich als klassische Deutsch-Türkin, die das Beste aus diesem Zustand, aus diesem Zeitgeist in dieser Gesellschaft macht. Also ich mache das mit Forschung und auch mit Kunst, mit Texten. Das ist meine Art, damit umzugehen. Heimat für mich ist da, ja, wo man sich oder wo Frau sich heimisch fühlt. Deutschland ist meine Heimat.